Erdolche ihn! Erdolche ihn! Tu es! Oh crap! Nice! Ich glaube, das gibt Probleme am Innenmeniskus. Oder doch eher außen, so wie es aussieht. What is this, a human here? I am your destroyer, demon. You! Pathetic mortal. Nothing can overcome my power. That outfit. You are a warrior of the Brotherhood. But something about you is different. Your soul is unusual. Mark my words, when I am through with you, you will beg for your miserable life! Is that so? You think you could defeat me now that part of my power is destroying the seal? Hear me, warrior. My power is unlimited. I will strip the living flesh from your body and devour your soul. Enough talk! Have at you! Oh, jetzt schon! Wollen wir nicht noch bis zum letzten Level warten? Oh oh. Ha! Lass doch die Kettenpeitsche stecken! Oh Gott! Okay, erstmal ein bisschen auschecken, was er so kann. Ja, der Standard-Move quasi. So, lass doch mal sehen, was kommt jetzt denn. Okay, okay. Ja, wenn das alles ist, dann können wir ja so langsam mal anfangen, wa? Knieblutungen? Oh Gott, ich gehe. Ja, danke schön, das war ja großartig. Ich kam schon die Ecke. Oh, zwei gleich. Geht's noch? Diesen Rundumschlag, den scheint er aber nicht allzu weit auszufahren, ne? Oh Gott! Lauf! Ah, ich sollte vielleicht mal springen, das könnte helfen. So, was jetzt? Oh, der hat gesessen. Mir fehlt ein bisschen an Leben, muss ich sagen. Aber schon von Anfang an. So, komm. Jetzt geht's los. Roar! Lass das Knie bluten! Okay, ich gehe. Einfach sprinten. Gute Idee. Das sollte ich vielleicht öfter tun. Wenn er nach oben hüpft, einfach sprinten. Okay. Also noch habe ich ja eine Chance, ne? Die ist nicht sonderlich groß, aber sie ist noch da. Ah, sehr gut. Was jetzt, Dude? Oh. Oh Gott. Okay. Aber einen Zwischenspeicherpunkt gab es jetzt nicht dafür, oder? Du hast da irgendwie... Warte mal, gib mir mal kurz deine Knubbelchen hier. Oh, shit. Das war dann einer zu viel. T.
Tipp. Die Spezialangriffe des Vergessenen fügen über visuelle Hinweise, anhand derer du erkennen kannst, wie sie sich kontern lassen. Nein, echt. Tolle Hinweise. So, mit halbem Leben geht's also los jetzt. So, habe ich ihm gleich mal die Pointe am Anfang versaut. Oh Gott. Vielleicht soll ich nicht ganz so offensiv reingehen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, das mit dem Sprinten hat auch mal wieder nicht so richtig funktioniert gerade. Oh, komm. Das war nix. Das war gar nix. Rennen! Also ich muss sagen, die Tastenbelegung für das Sprinten finde ich absolut schrecklich. Ja. Es sieht total gut aus für mich schon wieder. Also irgendwie lief es vorher ein bisschen besser. Ja, es lief vorher besser. Ich sollte nicht ganz so offensiv reingehen. Aber es hatte vorher so gut geklappt irgendwie. So. Gleich erstmal wieder die erste Blutung verpassen. Oh, komm. Nicht gleich damit anfangen. Oh Gott. Mal wieder ein bisschen sprinten. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen behutsamer vor. Hat noch gereicht. Na, ah, das Springen hat nicht mehr funktioniert. Okay. Oh, genau mit der Keule getroffen. Oder genau mit dem Ende. Oh nein. Ich hab's nicht so mit Timing heute, kann das sein? Ist ja gut. So, erstmal hier ein bisschen die Kügelchen einsammeln. Okay. Auf zur nächsten Runde. Ach, Mist. Ich brauche ein bisschen mehr Lichtmagie, stelle ich fest. So. Was muss ich bei diesem Zwischenspiel beachten? Das ist die Frage. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Er schießt ja irgendwie mit Kügelchen hier. Ja, und dann trifft er mich irgendwann und ich muss ausweichen. Okay. Kann ich denn vorher irgendwie den Kugeln ausweichen? Ich habe nicht das Gefühl. Oh Gott. Gehen wir nur so ganz knapp dran vorbei am Treffer. Oh, ich bin in der Luft gewesen. Komm schon. Ich habe es gerade irgendwie nicht hingekriegt zu sprinten mal wieder. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Belegung für das Sprinten total schrecklich finde? Also ich habe es mir zumindest innerhalb dieses Kampfes schon 5-mal gedacht. So, erneut das Spiel. Was muss ich tun? Wäre die Feuerkugel mit dem synchronen Block ab. Oh Gott, wie ging denn das? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Synchroner Block? Was war das? War das R2? Ach nee, das heißt ja nicht R2 auf dem Xbox-Controller. Man merkt, dass ich ein PlayStation-Kind bin, oder? Na klasse. Und so lange bin ich jetzt zum Scheitern verdammt, weil ich die Taste nicht mehr weiß. Oh, lass mich doch noch die Kugeln einsammeln, bitte. Ja, danke. Das war mir noch wichtig dabei. Es könnte R2 sein, oder? Also, RT ist es dann. Nein, ist es nicht. Shit, wie ging denn das? Ich weiß es nicht mehr. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Oh, was?
Ach komm schon. Mit Ausweichen ist halt nicht so, ne? Also, ein bisschen was sollte ich ja dann doch schon hinkriegen beim Ausweichen. Mich trifft ja alles gerade. So, komm, neuer Versuch. Lass doch mal sehen. Das muss doch L2L sein eigentlich. Hätte ich gedacht, oder? Nee, was, welche Taste ist es denn? Ich weiß es nicht. Synchroner Block, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich muss rausfinden, welche Taste das war. Bis gleich. Also es ist ein bisschen merkwürdig. L2 ist die Block-Taste. Also, warum das jetzt nicht funktioniert hat, keine Ahnung. So, Monsieur, fertig mit Hüpfen? Darf ich mal? Oh Gott! Deckung! Oh, ist ja klar. Ist ja klar. Ah! Natürlich, da dreht er sich noch so weit rum. So, lass doch nochmal probieren. Das muss doch funktionieren. Wo ist das Problem? Drücke ich zu spät oder... Ja, ja, ist gut. Okay, jetzt habe ich mich weggerollt. Jetzt habe ich viel eher gedrückt. Es war eigentlich viel zu früh. Aber gut, ich muss also zu früh drücken. Ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Gut, Phase 1. Sollte damit überstanden sein. Die Stelle wird sich ein bisschen blöder treffen lassen, befürchte ich. Oh, es gibt einen Zwischenspeicherpunkt. Ich danke vielmals. Und du? Bist du jetzt etwas mehr aggro oder wie sieht's aus? Zumindest scheinen die Attacken noch die gleichen zu sein. So, die kleinen Kügelchen nehme ich mal mit, auch wenn es bloß 3 Stück sind. Zack, den noch rein. Okay. Was tust du? Was tust du, Gabriel? Mach keinen Scheiß. Ja, das war zu kurz. So, jetzt musst du also nur mit Sprungangriff quasi arbeiten. Was anderes hilft uns hier nicht weiter. Oh Gott. Ja, danke. Das war ja großartig. Einmal hüpfen. Oh, shit. Voll die Zacke auf die Rübe gekriegt. Na gut, aber es sollte ja gespeichert haben. Von daher... Auf in Phase 2 des Kampfes. Er fügt seinen Schlag also auch wirklich auf die Höhe zu, wo wir gerade stehen, wie es aussieht. Oh, wieder nicht getroffen. Wie weit muss ich denn hier ran an den Kerl? Ist ja schrecklich. So, einmal ausweichen. Weg! Sehr gut. So, einmal von oben runter. Jetzt also sehr viel Hüpferei hier. Aber gut, muss halt sein, ne? So, einmal hier lang, damit ich... Oh, nein, nicht doch. Ein bisschen ungehellig hier das Zeug einsammeln kann, wollte ich sagen. Das hat nicht so ganz funktioniert. So, jetzt können wir doch mal hier. Einmal hüpfen wieder. Wir müssen sowieso viel hüpfen, weil er ständig irgendwas auf dem Boden macht hier. Och nö. So,
So, hangeln wir uns so ein bisschen von... Ja, genau, reingerollt. Super. Hangeln wir uns so ein bisschen von Zwischenphase zu Zwischenphase hier, habe ich das Gefühl. Ich glaube, für mehr wird es auch nicht reichen gegen den. Aber wenn wir den jetzt schon in dem Level bekämpfen, was machen wir denn dann im letzten Level eigentlich? So, komm. Bisschen aufpassen noch. Bisschen mehr muss man noch abziehen. Ah, komm schon. Das hat nicht getroffen. Ah, sehr gut. Na dann, wirf dein Kügelchen. Ich bin bereit. Oh Gott, was anderes diesmal? Ja, was anderes. Mach Sachen. Ich hoffe, das hat wehgetan. Ich glaube, mein Freund, du solltest dich beeilen, bevor er seine Energie wieder komplett beisammen hat. I underestimated you. You are a worthy rival. However, you must know that you will not prevail here. I grow tired of your idle boasts. Trust me, they will be the last thing you will ever hear. Oh crap. Das ist gar nicht gut. It would be easier to end yourself now, warrior, by your own hand. You will suffer. That I can promise. You will never find peace in light, no darkness. Ach du Schande. Okay, er verzieht sich. Ich hab's mir jetzt so im Nachhinein eigentlich fast gedacht, dass er sich verzieht. Tja, Gabriel, du hast ihn zu viel quatschen lassen. Du hättest einfach mal weiterkämpfen sollen. Der Vergessene ist ein ziemlich großes Arschloch und ein sehr unangenehmer Gegner, haben wir festgestellt. Und jetzt hat er seine Magie wieder beisammen. Das heißt, jetzt wird es richtig unangenehm. Ich befürchte, das wird ein kleines Versteckspiel gegen ihn geben, denn wir haben ja gemerkt, als er seine Magie noch beisammen hatte, was es bedeutet, in sein Sichtfeld zu kommen. Sofortiges Verdampfen quasi. Da können wir, glaube ich, sehr gespannt sein, was sich da so ergeben wird. Und es geht auf zum absolut finalen Level von Castlevania. Die Unterwelt kommt jetzt.